Ich sitze hier am Casteller Rheinufer neben der Reduit und treffe mich gleich mit der Mainzer Bundestagsabgeordneten Tabea Rössner, die auch jetzt wieder zur Bundestagswahl antritt. Ich werde ihr 11 Fragen stellen, die sie ganz spontan beantworten muss. Frau Rössner, welches Lied ist Ihre liebste Mainz-Hymne? Na, steht auf, weil ihr Mainzer seid. Fleischwurst oder Handkäse? Nein, in dem Fall eher Handkäse, aber damit viel Musik. Warum ist das Rheinufer an der Reduit Ihr Lieblingsort in Mainz? Ich komme total gerne hier hin, weil ich hier den schönsten Blick auf Mainz habe, weil es immer mal ganz gut ist, auch rauszugehen und einen Blick von außen auf etwas zu werfen, also da, wo man Politik macht. Ich mag die Stimmung hier, der Strand ist einfach schön, man kann schön entspannen und vor allen Dingen, wenn ich eine Fahrradtour mache und über die Weisenauer Brücke, dann über den Main und hier ankomme, kurz bevor ich zu Hause bin, dann gönne ich mir mal gerne auch ein Kaltgetränk. Ein gutes Glas Wein schmeckt mir am besten? Mit guten Freunden. Was ist das Größte, was Sie bisher erreicht haben? Ich würde sagen, ich habe 2 große Erfolge, wenn Sie die politischen meinen. Voran würde ich natürlich meine Töchter nennen. Das sind meine beiden größten Erfolge. Ich bin ganz stolz auf die. Politische Erfolge. Ich glaube, dass wir das Kohlekraftwerk in Mainz verhindert haben. Das ist ein Erfolg, an dem ich mitgearbeitet habe. Und das ist ein ziemlich großer politischer Erfolg. Und auch ein weiterer politischer Erfolg ist die ZDF-Klage, die, wenn ich da nicht dran geblieben wäre, so nicht gekommen wäre und ja eine große Auswirkung auf alle Staatsverträge und öffentlich-rechtliche Sender hat. Mein Berufswunsch als Kind war? Also ganz früher wollte ich eigentlich Tigerdompteuse im Zirkus werden. Dann hatte ich mir mit 8 Jahren irgendwann mal überlegt, ich sollte Bundeskanzlerin werden, weil ich Politik aus dem Fernsehen nur mit dicken alten Männern verband, die Zigarre rauchten. Und ich so dachte, warum ist da eigentlich keine Frau? Aber den Wunsch habe ich dann relativ schnell irgendwann wieder sein lassen. Und dann wollte ich eigentlich Tierfilmerin werden. Was würden Sie einem Kind mit auf den Weg geben? Ich glaube, das Wichtigste ist ein gesundes Selbstbewusstsein. Bildung natürlich, aber ein starkes Selbstbewusstsein, um sich durchsetzen zu können, um Vertrauen in sich selber zu haben, das sind die besten Voraussetzungen. Was würde uns an Ihnen überraschen? Oh, gäbe es wahrscheinlich einiges. Ich habe schon ganz viele Jobs getan, von denen Sie nicht denken würden, dass ich die gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mal als Masseurin gearbeitet und damit tatsächlich auch Geld verdient. Ich war sogar mal kurze Zeit Maklerin. Also ich kenne schon verschiedene Berufsbilder und ja, privat. Müssen Sie nochmal nachdenken, was ich hier dann tatsächlich offenbaren wollte. Welche 3 Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Oh, 3 Dinge. Das heißt keine Menschen. Na, ich würde eigentlich meine 3 liebsten Menschen mitnehmen. Mein Mann und meine beiden Kinder. Nach Berlin reise ich meistens mit? Mit viel Papier und vielen Sachen, die ich lesen muss, die ich vorher schon lesen muss. Oder ich fahre wieder nach Hause, auch mit ganz vielen Hausaufgaben. Alles, was man lesen muss und besprechen muss. Und mit einem vollen Kopf, der einem manchmal zu platzen droht. Was vermissen Sie an Mainz, wenn Sie in Berlin sind? Oh, das doch etwas Beschauliche, also das Kleinere, das Gemütliche. Auch mal Zeit zu haben, in Ruhe ein Glas Wein zu trinken und nicht dauernd zu hetzen. Vielen Dank.